Hallihallo und herzlich willkommen im Stall. Ich bin mit Micky zum Trainingstag gefahren, also wo bald ein Turnier stattfindet. Bin zweimal durch den Parcours gesprungen, weil mit dem kann ich ja immer gerne noch ein bisschen mehr üben. Das zeige ich euch gleich. Vorher habe ich hier noch für die Pferde das Futter vorbereitet. Ich habe hier auch ein bisschen Pferdegold-Nachschub. Einmal ein neuer Eimer mit dem Mineralfutter. Das füttere ich richtig gerne mit. Das sind einfach Pellets. Die fressen die Pferde richtig gut mit und die kann man auch super dosieren. Und dann hier das bestimmt beliebteste Produkt. Das ist Pferdegold-Muskeln. Also es unterstützt den Muskelaufbau. Und habe ich hier noch einmal das Elektrolyte. Das finde ich auch super für den Sommer. Und in der Vergangenheit habe ich es auch schon geschafft, mehrere Pferdegoldprodukte auszuprobieren, also so mit mehreren Pferden. Und war auch besonders am Anfang richtig positiv überrascht. Also zum Beispiel richtig gut fand ich auch das für die Hufe und dann für die Nerven. Und Pferdegoldgelenke habe ich auch mal gefüttert. Und also bei Bonja und fand das super. Und da gibt es so viele verschiedene Produkte für verschiedene Themengebiete oder Probleme, da könnt ihr ja gerne mal vorbeischauen. Aktuell ist es auch so, dass Pferdegold 5. Geburtstag feiert. Und jetzt gibt es gerade 33% auf alles. Und mit meinem Code JaninaKind5 gibt es nochmal 5% Rabatt on top. Also das verlinke ich euch auf jeden Fall nochmal in der Beschreibung. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß. Beim letzten Turnier war ich irgendwie über 12 Stunden oder so unterwegs und war echt froh, einfach wieder zu Hause zu sein abends. Deswegen habe ich da die Pferde-App leider noch nicht entfernt. Deswegen mache ich das jetzt da noch einmal fix. Dann geht's los, hier nochmal Stiefel anziehen, Micky aufsatteln und Abfahrt. In dem Stall war ich auch vorher schon, ich glaube, 2-mal, um mit ihm da zu reiten. Und jetzt ist es schon hier fürs Turnier aufgebaut, also hier einmal der Abreiteplatz. Und da hat er sich richtig, richtig gut benommen. Okay, wir waren jetzt auch alleine, aber er war super rittig. Und auch, ich bin auch Übergänge geritten am Anfang und so, das ging auch alles. Hier, achso, nee, jetzt gleich vermeter ich mich einmal komplett beim Ochser und wie lieb ist er da einfach wieder, dass er da trotzdem einfach abspringt. Deswegen komme ich jetzt nochmal über den Ochser und versuche das Ganze ein bisschen passender zu machen. Und dann ging es auch schon in den Parcours. Da bin ich auch richtig stolz auf Micky, wie einfach und leicht er da einfach durchgeschnurrt ist. Also er war auch überhaupt nicht glotzig oder so und es war ja auch echt schon beim ersten Mal richtig rhythmisch. Beim zweiten Mal hatte er ein bisschen mehr den Gang an, fand ich. Also werdet ihr ja gleich sehen. Und ich habe ihm halt vorher die Sprünge gezeigt und dann war für ihn auch alles in Ordnung. Also so kann es echt weitergehen.